Dann können wir nächstes Mal vielleicht sogar schon den Merchant bezahlen, da wir es ja jetzt müssen. Tochter da beauftragen, aber um die zu bekommen, muss ich die Mill reparieren, aber um die Mill zu reparieren, weil man darf die ja nicht in der falschen Reihenfolge reinpacken. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir stehen hier immer noch am Camp des Gypsy Barons, der bisher immer noch nicht aufgetaucht ist, und ich hatte gerade mal ein bisschen die Zeit genutzt und mich umgeguckt. Ich weiß nicht warum, aber er steht irgendwie ein paar Schritte weiter links hier drüben, versteckt in den Büschen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie man drauf kommen sollte, aber hätte ich mich nicht umgeguckt, hätte ich ihn wahrscheinlich nie gefunden. Ich weiß nicht, warum er sein Camp verlassen hat, aber es gibt anscheinend eine Cutscene. Strange. It was right here. I stuck in that stump. What are you on about? The thing is, I decided to choose a successor, according to the old ways. Only the most deserving gypsy can pull the dagger from the charmed stump. Yesterday I found a dagger right here, stuck in that stump, and read the spell. And now it's gone? Was anyone here with you yesterday? Four gypsies, and the logger, and the engineer, Cory. Ask the logger Cory about the dagger. Okay, ja, den habe ich doch. Herr Baron, ich habe was bezüglich Ihrer Frau zu sagen. Not now, ja gut, dann halt nicht. Ich weiß, es gibt wichtigere Sachen als Ihre Frau. Auch wenn ich die Quest habe und Sie sehr besorgt waren, aber ja. So. Your friend is free. I talked to Lord Inquisitor. Your friend is free. I was right. He's your friend. So you're an important man around here. So tell me about Esmeralda. Where's your sister? Probably she's far, far away. They put her on a ship of the dead many years ago. But she had a child, didn't she? Yes, a daughter. Once she was a blessing to me, but now she is my shame. So she's alive? Yes, she's alive. But she betrayed her own people. She even betrayed the memory of her mother. What did she do? She sold her mother's last gift, disowned our legacy, and for what? For lust! For impertinence! In the town, she's known as Miss Charm. We haven't spoken her real name for many years. Okay, das muss ich dann wahrscheinlich dem Astrologen sagen. Aber ja, jetzt müssten wir mal eben warten, bis der Logger wieder aus seinem Zimmer kommt. Dann können wir zum Inquisitor rüber. Und dann... ja, keine Ahnung, wir können dann auch noch weiter zum Refugee Camp, habe ich ja gesagt, machen wir. Aber wir warten hier erstmal, weil es eh gleich Tag wird. Und dann können wir alle Sachen auf dem Weg mit abhandeln. Und am nächsten Tag können wir dann zum Astrologer. Aber wie gesagt, irgendwer hatte mir ja so ein Dolch gebracht, ob das der wohl ist. Naja, werden wir Cory mal fragen. Und da ist er ja auch schon, unser lieber Cory. Was hast du denn zu dem Dagger zu sagen? Nee, das ist Triss. Ah. Wo ist denn dann Cory? Ist der eins weiter? Aber der wird ja jetzt auch da sein. Aber das hier ist doch der Steinmetz. Das ist doch nicht der Logger, oder? Aber das ist Cory. Ich bin sehr verwirrt. Naja, about the dagger. Cory, have you ever considered becoming a Gypsy Baron? You must have heard about the dagger. You tried to pull it out too? No, I was too late. Did you do it? I tried half the night. I was planning on selling it to one of the gypsies, but I failed. Maybe Triss knows something? Jetzt müssen wir ja doch zu dem rüber. Hätte er auch direkt machen können. About the dagger. Triss, did you happen to come across an ancient weapon in the forest? Nope. Sorry, I'm busy washing mushrooms. Wait, but what are you cutting the mushrooms with? I use a knife, but this morning I lost it. But fortunately, I found some old dagger stuck in a stump. Here, you can take this old piece of junk if you want. That's funny, I just spoke to future Gypsy Baron. Okay. War das der Dagger von Creswald? Können wir ihn dann auch direkt mitnehmen? Weil irgendwie hat sich eine Quest für Creswald erfüllt. Oder ist das der Dagger, den wir brauchen für Dingsterbumster, für Gary? I don't know. Wir gehen jetzt erstmal rüber
zum Inquisitor und halten nochmal so ein Dingsterbumster ab. Ich hab doch Bier und Burger, ne? Ja, ich hab Bier und Burger. Können wir rübergehen und nochmal so ein Fest abhalten, kriegen wir ein bisschen Geld. Dann können wir nächstes Mal vielleicht sogar schon den Merchant bezahlen, da wir es ja jetzt müssen. Immer diese greedy Leute, ey. Ich frag mich nur, was wir dann noch alles für den machen müssen, wenn wir 40 Punkte kriegen müssen insgesamt. Naja. So, Witch Hill, wir können eine Verbrennung abhalten hier. Ja, aber Burger und Bier. Burger. Bier. Ich sehe hier nichts. Mach dich Dings weg. Everything is ready for the next burning. Können wir bitte das Fleisch haben? Dann können wir auch die nächsten Burger machen. Bier, fresh beer. Beer washes away all sins. Juicy burgers, sweet as holy ecstasy. I'll take two. This is the best burning ever. Okay, es ist immer die gleiche Cutscene. Ähnlich wie das Ritual. Ach ja, das gibt ja auch Faith. Schon total vergessen. We'll be talking for a month about today's burning. Whenever you're ready, we should put on a repeat performance. Just get your tent ready and we'll be in business. Und wir haben wieder 33 Silber verdient. Haben wir haben noch nicht ganz ein Gold, aber wir könnten rein theoretisch ein Gold bekommen. Also an 5 Silber ist zumindest nicht mehr schwer dran zu kommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es noch zum Refugee Camp rüber schaffe, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Und dann kann ich auch schon, ja, Richtung Astrologer wahrscheinlich laufen. Vielleicht Gary auf dem Weg noch mitnehmen. Es wird ja erstmal Nacht. Ich vergesse ja immer, dass der Astrologer am Tag kommt, obwohl er ein Astrologer ist. Was ja wunderbaren Sinn ergibt, aber naja. So, seid ihr noch da? Du bist noch da, das ist wunderbar. Excellent work. We appreciate it, my friend. Especially now. When we've almost run out of fresh water. Glad to be useful. Ask the old servant to inform my friends in town that we are ready to take them in. And just the one extra tent is enough, right? I'm not sure. There are dozens of people on the Inquisitor's list. Then I'll set up one more tent. That will be good, but we're still having trouble with food, and new people will only aggravate the problem. Obviously, you need a garden for growing vegetables. It looks like there's no problem you can't solve, Graveyard Keeper. Build a garden. Build one more tent. Wunderbar, das heißt, wir brauchen doch noch mehr Stoff. Ja, wir haben ja noch nicht die Aufgabe, dass mehr Leute da rein sollen. Wir brauchen allerdings 5 Happiness. Also für noch ein Tent. Und Fan Supplies for Garden, ja, das kriegen wir zusammen. Das ist nicht das Problem. Aber ja, das machen wir nicht jetzt, weil das bringt uns im Moment noch nichts. Vor allen Dingen, weil wir nicht genug Stoff haben, dass wir die Quest wirklich beenden können. Wir gehen jetzt zurück, gehen zu Gary, geben ihm den Dagger und gehen danach zum, ja, Astrologer. Da müssen wir ja auch eigentlich nichts mit hinnehmen. Das heißt, ja, wir können einfach da durchlaufen. Ich meditiere vielleicht mal noch ein bisschen, dass zumindest ein bisschen Zeit umgeht, weil ansonsten, ja, warte ich da eine halbe Ewigkeit, bis der Tag um ist. So, das sollte ja reichen. Die Iron Ingots können wir noch hier in die Truhe packen. Dann haben wir wieder ein bisschen und jetzt... Oh, wir haben Brot. Wir könnten auch noch schnell ein paar Burger machen. 2 Stück können wir nämlich jetzt noch machen. Einmal... Und zweimal. Und jetzt haben wir genug Burger für nochmal 2 Zeremonien. Ein Bier. Ich weiß nicht, ob wir genug Weizen haben für noch eine Bierladung. Leider nein. Ja, das Weizen ist im Moment eher das Problem als der Hops. Aber was soll ich machen? Aber ja, wir hätten auf jeden Fall jetzt auch schon mal genug Sachen für die nächste Zeremonie. Beziehungsweise nicht Zeremonie, sondern für die nächste Burning. Und ja. Müssten wir jetzt nicht sogar schon 2 Artefakte haben? Warte mal, dann... Ich meine, der Dagger wäre das nächste Artefakt gewesen. Und das andere habe ich, glaube ich, hier in eine Truhe gepackt. Dann nehmen wir doch direkt beide mit, weil warum nicht? Dann können wir auch direkt beide abhandeln. Dann haben wir sehr viele Cutscenes, diese Folge.
Das ist der Legendary Dagger. Was ist denn dann mit dem Rare Dagger? Warte mal, was sollten wir Gary bringen? Gary braucht als nächstes... Wo ist denn der Totenschädel? Da oben, ganz oben. Bring the dagger to Gary. Okay. Ist das nicht der Richtige? Oder haben wir noch irgendwas anderes, was wir vorher... Warte mal, ich weiß, wir hatten... Wir mussten auch, glaube ich, irgendwas für Dingsterbumster bringen. Und dafür brauchten wir eine... Brauchten wir dafür nicht eine Torte? Dick? Nee, Boost brauchten wir. Das Priest's Medaillon. Ah, okay, ja, dann ist der Dagger... Okay, dann müssen wir den anderen Dagger zu Cresswold doch bringen, wahrscheinlich, oder? Müsste das nicht auch in der Quest stehen? Oder müssen wir es dem Gypsy Baron bringen? Ich bin gerade sehr verwirrt. Das ist gerade irgendwie alles durcheinander. Cresswold hat keine Quest. Was ist denn mit dem Gypsy Baron? Der hat auch keine Quest. Was machen wir denn dann mit dem Dagger? Ist das eine Waffe? Ich kann sie nicht verwenden. Sie hat keinen Schaden. Ich weiß nicht. Ich spreche vielleicht erstmal mit Cresswold. Weil ich meine eigentlich, das wäre seine Waffe gewesen. Oh, Cresswold, komm aus deiner Bude da raus. Da ist er doch. 80 braucht man, um in sein Haus reinzugehen. Ach du Kacke. Okay, es ist... Er will mit der Waffe anscheinend nichts zu tun haben. Wir haben hier einige Steel-Sachen. Interessanterweise ein Steel-Sword zum Beispiel. Aber den brauchen wir nicht, weil wir diesen schönen Dagger haben, der eh mehr als genug Schaden macht. Dann vielleicht doch der Gypsy Baron? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal zum Astrologer. Und gucken wir mal, was der so sagt. Hallo Astrologer, ich habe herausgefunden, was mit deiner Tochter passiert ist oder so. About Esmeralda's child. Esmeralda had a daughter. My daughter, where are they now? Esmeralda died many years ago, but her daughter is alive and well. I think you might even have heard about her. Her name is Miss Charm. Unbelievable! She's very talented. I saw her perform once. Oh. Oh, I'm afraid she'll never accept me. I left her mother before she was born, but I didn't know. I knew that it would break Esmeralda's heart, but it was all in the name of science. What a fool I am. Young man, you must test these waters for me. Speak with her. Find out what my chances are. Oh, super. You promised to tell me where the golden angel is if I can reunite you with your daughter. Definitely. I'll be so happy. I need you to do some calculations for the mill. You're good at calculating angle stuff, right? Oh, that sounds like a lot of work. I'm not so sure. Ja gut. Wenn nächstes Mal Miss Charm da ist, sprechen wir mit ihr. Das ist ja auch in 2 Tagen. Und hoffentlich müssen wir nicht allzu viel für sie machen. Aber wahrscheinlich müssen wir dann erstmal gucken. Nee, das kann ja gar nicht sein. Ich muss ja mit ihr sprechen können, weil ansonsten wäre das ja ein geschlossener Circle. Weil für Miss Charm muss ich ja die Tochter da beauftragen. Aber um die zu bekommen, muss ich die Mill reparieren. Aber um die Mill zu reparieren, muss ich Miss Charm mit dem Astrologer vereinen. Und das wäre ein geschlossener Circle. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, ja... Miss Charm müsste eigentlich bereit sein, sich mit dem Astrologer zu vereinen. Hallo, Baron. Okay, der hat nichts mehr zu sagen. Was will ich denn dann mit dem Rare Dagger? Wer braucht den? Gary braucht den anderen Dagger. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist, ich sage jetzt wahrscheinlich um den Legendary Dagger. Wir brauchen auch noch die Ancient Lockpicks. Aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit diesem anderen, mit dem Rare Dagger machen soll. Ich könnte mit Yorick auch mal sprechen, weil das Bier habe ich ja eigentlich schon gemacht. Und gucken, ob der jetzt irgendwas Neues dazu zu sagen hat. Hallo, Yorick. Was sagst du denn? Gar nichts, weil... Ja, interessant. Sehr schön. Aber wir haben noch ein bisschen mehr Bier verkauft. Und ja, keine Ahnung, wie wir hier einen Stern erreichen, aber... Das dauert wahrscheinlich einfach. Ja, keine Ahnung, wir brauchen mehr Weizen. Vielleicht hat der Farmer ja ein paar Weizen-Crops. Du kannst auch nichts mit dem Rare Dagger anfangen, oder? Nee. Da geht's eher um die 3 Sachen. Ich sag ja, das ist der Legendary Dagger.
Aber wir brauchen erstmal die anderen beiden Sachen. Weil man darf die ja nicht in der falschen Reihenfolge reinpacken. Weil man sonst die Story in der falschen Reihenfolge sehen würde. Nee. Na egal, gucken wir mal, ob der Farmer noch mehr Weizen-Seeds hat. Und ansonsten habe ich auch keine Ahnung, müssen wir halt warten. Hallo Farmer. Hast du Weizen-Seeds? Ja, hast du. Sind das, das sind 30 Stück, ne? Die nehme ich auch alle. Kosten ja nur 4 Silber. Ja. Ja, brauche ich gerade nicht von dir. Vielen Dank. Ich könnte zwar auch Weizen direkt kaufen, aber das finde ich ehrlich gesagt eine Geldverschwendung. Und dann können wir den Zombie auch Weizen anbauen lassen. Dann kann der das für uns machen. Da müssten wir jetzt genug haben. Ich weiß nicht, ob der mit seinen Karotten durch ist, aber werden wir ja sehen. Ja, noch nicht ganz, aber gleich. Wir können hier auf jeden Fall den Weizen schon mal ernten. Zwiebeln genauso. Wobei da die Frage ist, ob wir die jetzt überhaupt weiter anpflanzen, weil wir haben so viele Zwiebeln. Ich glaube, wir tun die Weizen-Seeds mal hier rein. Die Onion-Seeds genauso. Aber wir könnten zumindest noch ein paar anpflanzen, dass wir halt auf 24 Seeds kommen, dass wir die gegebenenfalls mit einer Zombie-Farm betreiben können. Dann machen wir das doch einfach mal. So, die anderen beiden kommen hier rein. Das kann ich hier in die Dings schmeißen, dass wir ein bisschen mehr Peat rausbekommen, dass wir gegebenenfalls demnächst mehr Dingsterbumster machen können. Und ja, die Farm kommt jetzt so langsam in Gange. Der Zombie müsste ja gleich fertig sein. Dann können wir ihm auch direkt mit Weizen beauftragen. Ansonsten wollte ich ja, glaube ich, auch die Technologie für die neuen Fertilizer erforschen. Aber da ist das Problem, dass ich noch 10, also 6 blaue Punkte brauche. Hm. Hatte ich noch irgendwas anderes im Blick gehabt? Hatte ich nicht irgendwas, wofür ich nur 25 brauchte, oder hatte ich mich einfach verguckt? Ich weiß nicht, ob Inventing Stories, aber das wäre ziemlich schwachsinnig gewesen. Vielleicht der Zombie Vineyard. Haben wir eigentlich irgendwas, wofür wir nur rote und blaue, rote und grüne Punkte brauche? Weil das könnte man nämlich mal als Technology mitnehmen. Das sieht nicht danach aus. Ich brauche nämlich irgendwie für alles blaue Punkte mit. Wie kommt man an blaue Punkte? Also schnell und einfach und sicher. Ah, hier unten, Bee Domestication. Das kann ich nehmen. Weil grüne und rote Punkte haben wir im Moment genug. Vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen Glas in den Ofen hauen. Um die letzten 6 blauen Punkte zu erhalten. Und dann gucken wir erstmal, was wir für den Fertilizer brauchen. Jetzt ist der Zombie fertig geworden, natürlich. Dann mach mal Weizen. Haben wir überhaupt noch Sand? Nein, aber wir haben Glas. Und Sand könnten wir rein theoretisch besorgen. Wir könnten auch die Advanced-Dinger machen. Dafür brauchen wir erstmal die normalen. Mache erstmal so 6 Stück. Dann kriegen wir die blauen Punkte und gut ist. Wir können auf jeden Fall mal das Brot hier rein tun. Das brauchen wir nicht mehr. Die Story nehmen wir gleich mit nach unten. Kommen nämlich hier rein. Wir können jetzt ein neues Bier anpflanzen. Wir könnten sogar 2 machen. Dann machen wir es auch einfach mal. Ja, I don't know. Mache erstmal noch das letzte in Goldqualität. Stoff. Packe auch einfach mal hier unten rein. Ist wahrscheinlich oben besser angebracht, aber ich habe oben ja auch nicht so viel Platz mehr. Und Zwiebeln können hier noch rein. Ja, ich weiß nicht, was wir mit dem Decker anfangen. Ich kann ihn nicht erforschen. Ich kann irgendwie gar nichts damit machen. Der kommt dann auch erstmal hier unten rein, würde ich sagen. Und ansonsten habe ich auch keine Ahnung. Technologies werden vielleicht was Nächstes, weil was haben wir jetzt für Quests? Miss Charm anzusprechen, okay. Das ist wahrscheinlich der nächste Schritt. Dem Merchant ein Gold zu bezahlen, das könnten wir beim nächsten Mal auch. Master Elric können wir durchgängig mit Blut versorgen, was uns aber nicht so viel bringt. Das ist nur, wenn wir was übrig haben. Ja, wir können ein bisschen was für die Refugees machen und dann irgendwann vielleicht mal das Auge bekommen. Ich weiß nicht genau wie. Ja, also ich glaube, das nächste ist wirklich mit Miss Charm zu reden und dann folgt darüber noch eine ganze Menge Zeug. Wir legen uns jetzt erstmal schlafen, halten dann noch eine Zeremonie ab. Wenn es denn schon so früh geht, aber wir schauen einfach mal. I'm so refreshed.
Und dann machen wir wahrscheinlich sogar auch erstmal wieder Pause. So, gucken wir mal, wie viel Geld oder wie viel Faith es jetzt mit den neuen Bänken gibt. Oder auch nicht, weil wir noch einen Moment warten müssen. So, Prayer of Faith. Ab rein damit. Kommt alle her, meine Freunde. Setzt euch auf die neuen Bänke. Es sind auf jeden Fall, glaube ich, mehr Leute. Das heißt, es könnte mehr Faith und mehr Geld geben. Theoretisch. Und unsere Kirche ist natürlich wie immer super. Jetzt noch besser als vorher. Es gab schon mal 7 Faith und ich glaube, jetzt kommt am Ende doch noch was dazu, ne? Das sieht doch schon viel besser aus. Und dann gehen sie alle nach Hause und geben noch weniger Geld als vorher. Es sind ja zwar mehr Leute, aber sie geben weniger Geld als vorher. Aber wir haben immerhin 12 Faith bekommen. Ja, danke dafür. Ja, dann ist draußen die Friedhofsqualität dafür verantwortlich, wie viel Faith man bekommt. Und rein theoretisch könnte ich mal ganz viele Leichen besorgen und die hier auch aufwerten. Aber ganz ehrlich, so viel Geld gibt das eh nicht, als dass es wirklich sinnig wäre. Aber das ist auch was, was wir nächstes Mal angehen könnten. Ansonsten, das Faith packe ich erstmal hier rein. Das brauchen wir ja dann wahrscheinlich zum Forschen. Und ja, oder um Zombies auferstehen zu lassen, was eventuell auch eine Option wäre für Gärten. Aber ich weiß gerade nicht, ob wir großartig was anderes außer Weizen anpflanzen müssen. Es sei denn, wir können natürlich auch im Vineyard die Zombies machen, weil das wäre auch sinnig. Aber ja, müssen wir mal schauen. Aber dann bräuchten die da oben auch echt eine eigene Kiste. Naja. Das Bier ist fertig, wir können neues anschmeißen. Eine Ladung geht noch, machen wir einmal Silberbier. Wir haben nicht genug Wasser. Nevermind. Ich hole mal eben ein bisschen Wasser noch. Water, water, water. Da können wir ruhig wieder ein bisschen mehr machen. So, 10 Stück, dann haben wir erstmal wieder genug für die Ladung. Das können wir ja auch überall verteilen. Dann kommt es in die Truhe hier, zack. Die Flasks, hatte ich die nicht hier irgendwo drin? Ich glaube hier, ne? Ja, die können wir vielleicht sogar aufwerten mit ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, ob das eventuell auch blaue Punkte gibt. Ansonsten schaue ich mir einfach mal ein paar Tipps vielleicht im Internet an, wie man gut an blaue Punkte kommt, ohne mich zu spoilern hoffentlich. Aber schauen wir mal. Wir legen uns schlafen, damit das Spiel wieder speichert. I'm so refreshed. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin, bye bye.